Hallo und Glück auf aus dem verregneten Gelsenkirchen. Es ist wirklich sehr unangenehm und frisch und nass vor allen Dingen. Aber heute wollen wir uns mal um die Transfermöglichkeiten des FC Schalke 04 unterhalten. Da war ja klar kommuniziert, vorne muss definitiv noch was passieren. Nach dem Spiel gegen Nürnberg und Hamburg ebbte das aber so ein bisschen ab. Man wurde zufriedener, man hat gesagt, na ja, das spielt sich alles momentan ein, auch mit den Kräften, die nicht die große Rolle gespielt haben. Und jetzt weiß man nicht, kommt jetzt was, passiert jetzt was? Wir haben Dimitrios Kramotsis und Rufen Schröder gefragt, um da ein bisschen was herauszufinden. Ja, es ist natürlich klar, dass wir immer wieder uns auf dem Markt umschauen. Das, glaube ich, ist klar. Aber es muss erstens finanziell und zweitens muss es auch von der Qualität her so sein, dass wir uns deutlich verbessern. Also wir holen jetzt nicht einen Spieler, um zu sagen, ja, vielleicht kann er oder nicht. Sondern wenn wir das Gefühl haben, dass einer uns wirklich qualitativ viel weiterbringt, dann werden wir, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, tätig werden. Wenn nicht, halt nicht. Ich bin mit dem Kader absolut zufrieden. Und das zeigt ja auch in dieser Transferperiode, wenn wir uns Spieler anschauen, dass es auch schwer ist, einen besseren zu finden oft. Also das zeigt ja auch, dass unsere Spieler sich nach vorne entwickelt haben und dass sie gut sind. Und das ist, glaube ich, für uns, auch für unsere Arbeit, auch so ein kleines Kompliment, dass sich die Spieler, finde ich, auch weiterentwickelt haben. Also auch da ist es so, dass wir uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken auch gemacht haben. Über allem steht natürlich auch der Mannschaftserfolg. Die Mannschaft hat in Hamburg nochmal und auch Nürnberg letzten beiden Spiele als letzten Eindruck die Visitenkarte auch abgegeben, einfach vorher auch schon. Aber auch da nochmal explizit ein absolutes Team zu sein. Dieser eingeschworene Haufen, wie man ja so schön sagt, ist viel, viel wert. Gerade auch wenn du gerade aus der Reihe hinten dran, wenn die anschieben, wenn die mutig sind, wenn die wollen, aber alles im Sinne der Sache. Deswegen ist es wohl überlegt, wen man auch dann der Mannschaft hinzufügt. Und das haben wir gesagt. Dazu kommt das Budget. Aber ganz klar werden wir alles ausloten, was möglich ist. Und wenn wir ansatzweise das Gefühl haben, jetzt ist genau der richtige Spieler für den genauen richtigen Moment, für die richtige Position, dann schlagen wir auch zu. Das haben wir gesagt. Aber lasst uns da auch nicht unter Druck setzen und für uns selber auch nicht. Denn der Schuss muss sitzen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir, man sieht es jetzt so langsam wunderbar, der Platz wird immer voller, das ist wunderbar. Und dann werden wir natürlich durch den Konkurrenzkampf dann auch sehen, wie wir dann auch in Richtung Abgänge uns dann auch Gedanken machen. Aber wie gesagt, jeder, und da auch vorgezogen wahrscheinlich auch zu Dries Wouters als Beispiel mal, der hat einfach Chance, sie auch zu zeigen. Wir werden am Samstag ja auch ein Spiel machen. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, dass sich jeder nochmal richtig ranpirschen kann. Und am Ende des Tages, wenn alle fit sind, ja, haben wir einen wirklich konkurrenzfähigen Kader. Und wenn sogar noch was von außen kommt, dann vielleicht der eine oder andere sagt dann, pass auf, ich möchte gerne meine Chance woanders suchen. Ein Gerücht gibt es aber, Kai Wagner wird vielen vielleicht nicht sagen, spielt momentan in den USA bei Philadelphia. War mal 2016 in der zweiten Mannschaft beim FC Schalke 04. Und ja, der war hier in Gelsenkirchen, hat auf Instagram gepostet, dass er am Trainingsgelände ist mit großen Smiley, dicken Augen. Also da könnte was kommen. Wäre auf der linken Seite quasi ein Backup für Ove Jahn. Würde aber wahrscheinlich nur in Frage kommen, wenn Kerim Çalhanoğlu den Verein verlassen würde. Also es gibt doch noch ein paar Spekulationen, da werden auch sicherlich noch ein paar mehr kommen.